Ja, servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar folgendes, schaut mal, wo wir hier sind. Da hinten ist das schöne Völkerschlachtdenkmal. Da steht mein kleines süßes Motorrad. Ist hier nicht schön? Ich könnte echt den ganzen Tag hier beim Spielen zuschauen. Ach ja. Aber nun gut, ja, wir sind heute hier in der Innenstadt unterwegs, denn eine Abonnentin hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal ein Video machen kann zu dem Thema Motorradführerschein mit dem Autoführerschein. Ne? Also grundlegend ist es so, dass wenn man einen Autoführerschein hat demnächst und dann 5 Jahre lang Praxis quasi hat, kann man tatsächlich dann einfach so ein A1 Motorrad fahren, also 125 Kubik, 15 PS oder was die Dinger haben. Und das ist natürlich interessant, für mich nicht mehr, ich bin da raus. Und ich habe natürlich auch eine eigene Meinung, die werdet ihr auch im Laufe des Videos erfahren. Aber ich würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was die anderen Leute denn dazu denken. Und deswegen werden wir heute hier ein kleines bisschen durch die Stadt fahren mit meinem Schätzchen. Und werden die Leute fragen, was denn die Meinung der anderen Leute denn so ist. Okay. Wir fahren mit dem Schätzchen heute. Und soll ich euch mal was sagen? Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe mir jetzt hier neuerdings solche Felgenrandaufkleber drauf gemacht. Und wo habe ich es gesehen? Hier vorne an dem. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, weil es natürlich genau ist einfach abgegangen hier. Seht ihr? Ist einfach abgegangen. Jetzt hängt hier noch so ein Teil dran. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also ansonsten bin ich eigentlich damit zufrieden. Aber das ist einfach abgegangen. Geil! Na gut, Karre ist auch mega dreckig. Nächstes Video wird ein Waschvideo. Da putzt man die Karre auch mal. Aber heute soll das Ganze erstmal genügen. Los geht's, ab auf die Straße. So, hier den fragen wir mal den Herrn. Der hat da bestimmt eine Meinung. Entschuldigung? Hallo, guten Tag. Kann ich mal Ihnen eine ganz kurze Frage stellen? Und zwar folgendes. Geht es halt darum, dass man jetzt heutzutage mit einem Autoführerschein auch Motorrad fahren darf. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber ist jetzt quasi so eine neue Debatte. Ja. Ich wollte nur wissen, was Sie davon so halten. Dass man, ob Sie das gut finden, nicht so gut. Also man braucht dann praktisch auch auf dem Motorrad ein paar Stunden gemacht werden. Ja, so ein bisschen was. Aber man muss halt keine Prüfung mehr ablegen. Man muss halt nur den Autoführerschein haben. Ja. Und nach 5 Jahren, wenn man 5 Jahre gefahren ist, dann darf man halt den Motorradführerschein machen. Ohne Prüfung. Ja, das ist eine Prüfung. Eine Fahrprüfung. Ja. Müsste immer mit dabei sein. Das ist was anderes, ob Sie mit 2 Rädern fahren oder mit 4 Rädern. Ja, das denke ich mir nämlich auch, ja. Gut, dann schönen Tag noch. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Tschüssi. Ja, der war jetzt nicht ganz so gesprächig. So, wir gucken mal hier vorne, ob wir hier noch was Schönes finden. Also ich würde sagen, 99% der Leute, die aktuell auf der Straße sind, sind alles Leute mit einem Hund. Also irgendwie geht jeder jetzt gerade mit dem Hund. Das ist quasi eine Dog-Zeit. Dog-Zeit nennt man das bestimmt. Ja, meine Meinung jetzt mal ganz kurz zu dem Thema. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht ganz so geil, weil ich glaube, es gibt dadurch viele Verkehrstote, wenn das wirklich eingeführt werden sollte. Weil euch betrifft es in der Regel sowieso nicht, nehme ich mal an. Weil ihr dass ihr sowieso erst mit 25 machen könnt und da ihr ja eh meine Videos schaut, gehe ich mal davon aus, dass ihr Interesse am Motorrad habt und das dann sowieso eher macht, also mit 16, 18, 20, 24 spätestens. Deswegen betrifft es tatsächlich nur Leute, die jetzt älter sind, vielleicht auf dem Land leben, damit man halt da mobiler ist. Aber ich glaube, es gibt dadurch viel mehr Verkehrstote, weil es ist schon noch was anderes mit dem Motorrad zu fahren oder mit dem Auto zu fahren. Da gibt es dann doch schon noch die ein oder anderen Unterschiede.
von der Handhabung her. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht so wirklich gut ist. Das gab es ja schon mal, ich glaube vor 1980, wer den Führerschein vor 1980 gemacht hat, der hat auch automatisch quasi die Erlaubnis, einen A-Führerschein, A1-Führerschein zu fahren. Ja. Kann jeder halten, was er will. Ich finde es persönlich nicht so geil. Für welchen Preis macht man das? Also klar, man kriegt natürlich dann die Innenstädte ein bisschen... sind nicht mehr so belastet, weil halt viele Motorräder haben. Aber ja, ob es das wert ist, dass die Unfallzahlen höchstwahrscheinlich nach oben schnallen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde das nicht ganz so geil. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, was ihr davon so haltet. Ich habe ja relativ junge Zuschauer. Ihr habt ja bestimmt trotzdem eine Meinung. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Alter, hier ist einfach mal... All around me are familiar faces, worn out. Fuck, ey. Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. Eichhörnchen auf der Straße, Alter. Jetzt bin ich wach. Vor allen Dingen, es läuft nach rechts. Es hält an und ich komme und es läuft wieder nach links, Alter. Hätte ich jetzt nicht gebremst, ich hätte es tot gefahren, Alter. Ich hätte es echt umgefahren. Meine Fresse. Ich denke mir noch so gut, es wird ja sitzen bleiben. Es wird ja auf der rechten Seite sitzen bleiben. Nee, es läuft einfach wieder zurück. Danke, mein Baby, dass du ABS hast. Sonst hätte ich es jetzt echt... glaube ich nicht mehr bekommen. Hier auf Kopfsteinpflaster, Vollbremsung, ist nicht so geil. Da rutscht er gern mal weg. So, hier werden wir bestimmt auch noch den ein oder anderen finden, den wir mal fragen können. So, hier rechts haben wir doch jemanden gefunden. Da können wir doch mal ganz kurz nett nachfragen. Entschuldigung? Ich habe mal eine kurze Frage und zwar... Es gibt jetzt aktuell so die Debatte, dass man mit einem Autoführerschein auch Motorrad fahren kann. Und ich wollte nur mal fragen, was Ihre Meinung dazu so ist. Also es ist aktuell so, damit ich das kurz erkläre, man kann jetzt halt mit einem Autoführerschein auch automatisch Motorrad fahren. Muss so ein paar Prüfungsstunden machen, aber ansonsten ist das erlaubt. Ich weiß nicht, finden Sie sowas? Ist okay, ja. Aber denken Sie nicht, dass es da viele Unfalltote gibt? Weil man muss das ja auch können, so, ne? Also nur weil ich jetzt irgendwie Laufrad fahren kann, kann ich ja nicht automatisch Fahrrad fahren, so. Oh nein! Oh nein! Ja, kommt drauf an, wie viele Stunden das sind, was ich da kriege. Ja, das sind 7,5 Stunden. Und wie die intensiv sind. Ja. Ja, aber man muss halt gucken, ne? Man. Individuell das dann machen. Ja. Aber es ist, also ich finde es tatsächlich schon ein bisschen schwer. Weil man hat es halt nicht gelernt, man muss keine Prüfung machen. Man hat den Autoführerschein und mit 25 darf man dann automatisch Motorrad fahren. Ist zwar ein kleines Motorrad, aber trotzdem fahren die 100 km/h. Also ist nicht ohne. Aber Sie sind davon nicht abgeneigt. Okay. Gut, alles klar. Alles klar, dann war es das schon, ja? Schönes Wochenende. Tschüssi, ciao. Keine Meinung haben ist auch eine Meinung, würde ich meinen, aber gut. Es war hier, glaube ich, ein klein wenig unangenehm. Mir persönlich auch. Aber die meisten Leute haben tatsächlich gar keine Meinung. Ich meine, gut, wenn man kein Motorrad fährt oder das nicht vorhat in Zukunft, dann juckt es halt auch gar keinen. Also ich glaube, wenn ich mit 60 noch keinen Motorradführerschein habe, dann mache ich halt auch keinen. Also es gibt halt vielleicht Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen macht man halt auch keinen mehr. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich mal ein paar jüngere Leute fragen. Aber hier ist halt einfach niemand. Hier ist halt einfach niemand. Komm, wir fahren hier rechts nochmal lang. Hier haben wir doch noch jemanden gefunden. Natürlich auch mal wieder mit einem Hund. Aber die kann man mal fragen. Wir fahren noch ein Stück nach vorne. So. Entschuldigung. Hi. Ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar ist es jetzt aktuell so, dass man mit einem Autoführerschein auch Motorräder fahren darf? Ja, ist jetzt neu, kommt jetzt eine neue Debatte, wird vielleicht nicht so interessieren, aber ich wollte nur wissen, was so deine Meinung dazu ist. Also man kann dann quasi mit 25, wenn man einen Autoführerschein hat, automatisch Motorrad fahren.
Also zwar ein kleines, aber Unfall ist natürlich, ne, das Unfallrisiko nimmt natürlich zu, weil man legt halt keine Prüfung ab. Man ist halt mobiler, ne? Man kann halt hier in der Stadt dann Motorrad fahren und. Jeder will sich entscheiden. Okay. Risiko in Kauf nimmt und das ohne weiteres Training fahren möchte, ja, kann er das tun. Okay. Dann soll er sich noch einen Organspender aus. Ja, ja, ne? Ansonsten. Weil ich denke mir nämlich auch mal, dass man dann halt quasi, na? Dass man quasi dann das Unfallrisiko einfach zunimmt, ne? Weil es. Man hat es halt nicht gelernt, ne? Man kann es ja dann nicht automatisch, nur weil man Autoführerschein hat. Ja. Okay. Gut. Alles klar. Das ist umweltbewusst auf jeden Fall, ne? Dann schönes Wochenende noch. Tschüssi, ciao. Die war mal nett. Die war doch mal nett. Oder war die nicht nett? Ich fand die nett. Was sagt ihr? Ja, es ist tatsächlich so, es juckt halt echt einfach niemanden. Ja, wie ich schon sagte, es ist den meisten Leuten eigentlich egal. Den Leuten, die Motorradführerschein machen wollen, die machen sowieso einen. Und die, die keinen machen wollen, die machen halt auch keinen. Ne? Ja, Leute, und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Mikrofon ja eigentlich zu bedeuten hat, dann seid mal auf die nächsten Folgen gespannt. Hast du noch was zu sagen? Mach mal ein kleines Interview. Kommt das Mikrofon dann auch zum Einsatz? Und ja, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Lasst gerne mal ein Like da. Teilt das Video gerne an eure Freunde, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.